Er ruft und sie kommen. Erdogans treue Anhänger. Bereit, ihrem Präsidenten noch mehr Macht zu verleihen. Was macht diese Lichtgestalt so verdammt richtig? Seine Fans wissen es schon längst. Von Erdogan lernen heißt siegen lernen. Oder? Sie sind Fan von Erdogan? Mit Vollbluthaar und alles. Türkei, Erdogan! Was mögen Sie als Frau so sehr an Erdogan? Seine Menschenliebe. Ja, seine Menschenliebe. Die hat ihn ja erst zu dem gemacht, was er heute ist. Ein wahres Vorbild. Was können wir denn in Deutschland von Erdogan lernen? Was? Ja, Ehrlichkeit. Bei Erdogan kannst du lernen, dass das Volk eins ist. Ist er denn der Präsident aller Türken? Das ist ja das, warum er so gut ist. Er ist der Präsident aller Türken. Ja? Auch von den Kurden. Kurden, von Journalisten, den Künstlern. Es gibt immer Minderheiten, die sich nicht repräsentiert fühlen von ihm. Aber Erdogan ist eben konsequent. Er schmeißt kritische Beamte einfach raus. Oder noch besser, steckt sie direkt ins Gefängnis. Ist das Ihrer Meinung nach in Ordnung, dass da jetzt so viele entlassen wurden und inhaftiert wurden? Sind das noch zu wenige. Dieses Präsidialsystem, ne? Soll ja jetzt eingeführt werden. Sagt ihr da ja? Werdet ich ihr dafür ja stimmen? Ja. Ja, dann sagt mal richtig ja. Einmal ja, alle ja. Evet. Ja. Also. Alle hier sagen ja zu Erdogans Präsidialsystem. Das wäre doch auch ein tolles Modell für Deutschland. Mal sehen, ob die Erdogan-Fans hier auch mit den Konsequenzen einverstanden wären. Sie wissen dann aber schon, dass das, was dann auch für die Türken in der Türkei gilt, auch für die Türken in Deutschland gilt, ne? Natürlich. Ehrlich gesagt, das wäre wunderbar. Sie dürfen keine kritischen Zeitungen mehr lesen? Ja, wie kritisch, da ist die Frage. Na, sehr kritisch. Da kommt drauf an, was kritisiert wird. Naja, auf jeden Fall nicht Erdogan. Ja, dann ist alles gut. Ja. Sie dürfen dann nicht mehr frei wählen. Ne? Sie dürfen nicht mehr demonstrieren. Sie dürfen keine kritischen Zeitungen mehr lesen. Und nur noch einen Fernsehsender empfangen. Ist das okay für Sie? Nein. Sie können sich aber noch entscheiden, ob Sie Arte oder RTL 2 gucken wollen. Aber Sie sagen doch ja zum Präsidialsystem. Ich sage ja, aber dafür sage ich nein. Ah, das wollen Sie nicht? Nein. Ich kreuze mal RTL 2 an. Nein, Arte. Ist zu spät. Ich habe schon angekreuzt. Sie sind vielleicht lustig. Mein Gott, ey. So. Alles klar. Bei RTL 2 hört der Spaß auf. Aber ansonsten braucht Demokratie hier kein Mensch. Erdogan. Evet.